Immer weitere Statuen? Nein. Was haben wir denn hier? Hab ich schon gedacht, dass hier noch eine Statue ist. Ab hier ist übrigens wieder blind. Eure Freiheit! So, weg damit. Drecksteil. Oh, das ist gar nicht gut. So, hier haben wir nichts mehr? Nein? Schade. Okay, wieder hier hin. Wieder hier hin. Den Trupp mal neu auswählen. Endlich, da sind sie. Zivilisten. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Der will flüchten. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Der hat dann auch Spaß. Bewegung! Schwein. Wir versuchen mal mit Raynor einen hier hinzulocken. Okay, das klappt nicht. Okay, Feuerfront. Hab gedacht, vielleicht klappt das. Okay, wir haben relativ wenig Verluste. Wir machen das Ding hier kaputt. Was ist das überhaupt? Transport der Liga. Es gibt eine ganze Menge, wofür Mengsk zahlen muss. Danke, Raynor. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Okay, Raynor scheint hier langsam zum Volksheld aufzusteigen. Aber wir wollen doch gerade mal gucken, haben wir nicht irgendwo ein paar Statuen vergessen? Ich möchte gern alle Sekundärziele erreichen. Auch wenn ich es wirklich bezweifle, dass wir das auf Brutal schaffen werden. Ich bezweifle überhaupt, dass wir die Kampagne auf Brutal schaffen werden. Okay, ich mache hier an der Stelle mal ein Safe. Ich speichere erfolgreich, wie man sieht. Okay, weiter hier. Sind das jetzt die einzelnen Einheiten, die wir noch haben? Marshal Raynor, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Oh, das Volk greift an. Im Zuge der Arbeit, Raider. Ja, du bist leise, Mann. Wieso kommt ihr nicht mit? Ich dachte, ihr helft uns. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Raynor. Man hat gerade eine Einheit aus dem alten Teil gesehen, die Firebats, Feuerfresser. Ihr könnt euch vielleicht noch an sie erinnern. Okay, wir machen mal die Statuen kaputt. Oh, Vikings! Wir müssen ihnen helfen. Die Viecher sind ja nicht wirklich gefährlich, aber die sind gemein. Okay, aber die kommen schon ganz gut alleine mit denen zurecht. So machen wir das Scheiß da mal kaputt hier. Los, Angriff! Ja, Zivilisten! Nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Buena. Okay, ihr werdet im Laufe der Kampagne auch meine ganzen Erfolge sehen, die ich so freischalte. Ja, ich spiele zum ersten Mal. Das war die erste Mission. Wie soll ich sagen? Ich bin relativ angepisst darüber, dass ich jetzt wirklich über 2 Stunden versucht habe, das Spiel zum Laufen zu bringen. Das liegt keinesfalls an Blizzard. Ich möchte hier gerade mal so ein kleines Nachwort zur ersten Mission einreichen. Von daher nicht wundern. Auch für die Leute, die immer noch nicht verstanden haben, was ein Let's Play ist, verschwindet, das hier ist kein Walkthrough. So, ja, ich bin ziemlich angetan, wie die Story wieder aufgegriffen wird. Das ist doch schon... Sag's mal so, das Spiel ist jetzt 12 Jahre alt, das der erste Teil, und ich habe es damals als Kind gespielt, und das ist dann doch schon so ein besonderer Moment, wenn das Spiel so ja wirklich gut fortgeführt wird. Auch die, da war gerade diese eine Einheit, dieser Firebat, ich weiß aus der Beta, dass es sie nicht im Multiplayer gibt, aber ich glaube, im Singleplayer könnte das was werden. Okay, wollen wir doch mal gucken, Space Marines, der Liga getötet, volle Punktzahl, befreite Zivilisten, ich wusste gar nicht, dass es noch mehr gibt, Einheiten verloren, 12 leider. Ja, ich weine um jeden Mann. Auf jeden Fall nochmal als Tipp, wer vielleicht noch die GTX 285 besitzt und ein Problem mit dem Spiel hat. Bei mir hat sich das geklärt, nachdem ich den Treiber deinstalliert habe und meinen Windows 7 Treiber suchen lassen habe. Beziehungsweise es hat es von alleine gemacht. Ich wollte gerade den Treiber nochmal neu installieren von der Nvidia-Seite.
Das Spiel, Windows hat's gemacht und jetzt klappt es. Ich hoffe, es bleibt so. Okay, wir sehen uns in der nächsten Mission. Fortfahren. Ein Bild von Kerrigan. Das kann ja nur wieder in der Kneipe sein. Ich schneide eben die Ladezeit raus, ist ja ab. Okay, weiter geht's. Kolonie Massara. 14.36 Uhr. Joey's Bar. Oder Joey Bar. Joey Ace Bar, ich hab keine Ahnung. Das Glas Wasser. Bäh. Mini-Zerkling. Hoho. Meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Toll. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengst ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. Okay, da sieht man ein Zusammenspiel von anscheinend zwei alten Freunden. Man weiß nicht viel über diese zwei, beziehungsweise nicht viel über Tychus, soweit ich weiß. Nein, das ist ja genial gemacht. Jetzt haben wir hier in der Bar unsere Übersicht. Okay, Missionen wollen wir jetzt noch nicht. Erstmal die Nachrichten. Hier ist Donny Vermillion und wir sind live aus unserem Studio auf Korall. Wir haben eine brandaktuelle Einmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Massara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall zu schmutzen. Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner terrorisiert Massaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpacks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Okay, Tychus, überspringen wir mal. Nicht, dass noch... Oh Gott, nein, Willis. Nicht, dass noch eine Mission startet. Ich wüsste nicht, wieso Kerrigan die Jukebox sein sollte. Ich gehe